Herzlich willkommen hier im Europaparlament von Sven Schulze und mir, Anne Lietz. Wir sind die beiden Europaabgeordneten für Sachsen-Anhalt hier aus dem Europaparlament. Und wir grüßen ganz herzlich nach Halle zur Veranstaltung Eurodirect Informationszentrum Sachsen-Anhalt-Halle von Go Europe. Und von daher übergebe ich erstmal meinen Kollegen Sven Schulze. Ja, lieber Arne, vielen Dank. Liebe Freunde, ich freue mich, dass es in Halle da jetzt auch ein entsprechendes Informationszentrum gibt. Für uns ist es wichtig, als Europaabgeordnete hier in Brüssel, und der Arne hat es ja gerade gesagt, wir können nicht permanent in Sachsen-Anhalt sein, dass es aber in Sachsen-Anhalt auch in unserem Wahlkreis, wir sind die beiden gewählten Abgeordneten aus Sachsen-Anhalt für die SPD und die CDU, dass trotzdem auch in den Zeiten, wo wir nicht da sind, viel über Europa gesprochen wird. Das macht Europe Direct, das machen die Vertreter, mit denen wir ja seit 2014, seitdem wir im Europäischen Parlament sind und Sachsen-Anhalt dort vertreten dürfen, macht das unter anderem der Europe Direct, Go Europe. Wir haben da viel gute Erfahrungen gesammelt, sowohl hier in Brüssel oder in Straßburg bei Besuchen, aber speziell auch im Land in Sachsen-Anhalt. Ich wünsche sicherlich genauso wie der Arne da auch viel Erfolg in der Zukunft. Wir sind gern bereit, auch weiter da zusammenzuarbeiten, auch uns letzten Endes zur Verfügung zu stellen, um einfach die Fragen, die es doch viel gibt, über Europa zu diskutieren. Wir werden schon bald noch viel mehr über Europa diskutieren, weil wir 2019 gemeinsam wieder einen Europawahlkampf haben und vielleicht auch mit euch zusammen dann in Halle oder an anderer Stelle in Sachsen-Anhalt die ein oder andere Veranstaltung. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zur Veranstaltung. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt zwei Punkte gibt vom Eurodirect, sodass es zukünftig noch mehr Gesprächs- und Vergleichsmöglichkeiten gibt, eben über Europa nachzudenken. Und uns beiden ist es ein Anliegen, Europa zu erklären. Wir beide haben uns eingesetzt, dass über die Landeszentrale für politische Bildung und über Go Europe auch Bildungsmaterial entstanden ist. Fragt einfach mal ganz konkret nach. Hier sind für jeden Landkreis drei Projekte aufgezeigt worden, wo europäische Mittel landen und wie sie verwendet werden, um einfach zu zeigen, wie vielfältig auch europäische Mittel bei uns im Land ankommen und auch verwendet werden und den Menschen in sozialen Projekten, im Bauvorhaben, in Tourismusprojekten hier Unterstützung geben. Insofern gute Veranstaltung heute, gute Gespräche, und wir freuen uns sehr bei Veranstaltungen dann auch in Halle, bei Europe Direct, aber gleichzeitig auch für Gruppen, die zu uns kommen, auch uns beide besuchen können. Wir stehen zur Verfügung für Gespräche und freuen uns sehr dann auf ein Gespräch hier in Brüssel oder in Halle. Und von daher tragen Sie mit dazu bei, dass Europa gelebt wird. Wir stehen vor der großen Herausforderung. Sven Schulze hat es gesagt, nächstes Jahr sind Europawahlen. Wir haben große antieuropäische politische Gruppen unterwegs, auch bei uns im Bundesland. Und vor dem Hintergrund heißt es, die Fahne Europas hochzuhalten und sich nicht durch Populismus und Nationalismus hier einzuschränken. Alles Gute.